Ja, hallo zurück, willkommen auf der Hof Bergmann 1007. Jojo. Wollen wir mit Erdarbeiten weitermachen? Wir müssen erst einmal hier ungefähr zweimal drumherum, denke ich. Oder einmal zumindest. Und dann lassen wir hier den Helfer wieder sein Glück versuchen. Mal gucken, wie weit er dann kommt. Ja, es war früh an Tage, gell? 5:55 Uhr. Bin schon eine Stunde auf. Aber irgendwie geht es meinem Hundchen nicht so gut. Der musste heute Morgen mich. Nein, der musste heute Morgen mich. Das ist natürlich falsch. Der hat mich heute Morgen sehr intensiv geweckt. Er musste ganz schnell nach draußen. Ich glaube, ich hatte gestern zu viel Leckerchen, habe ich das Gefühl, beziehungsweise Knochen, Schweineohr, dann noch so einen anderen Kauknochen da, oder was das ist. Ich glaube, das war zu viel des Guten. Jetzt liegt er hier platternass auf seiner Decke, weil draußen ist es am Regnen, wie Hulle. Es schüttet wie Sau, könnte man auch sagen. Naja. Sollen wir mal gucken. Mein übliches, ne? Ist da Bescheid, gell? Ach mein Gott, ich liebe das Wort. Aber es erwähnte ich, glaube ich, schon mal. Ich muss mal so in die Berne, in die Berne, oh Leute, mal in die Ferne rufen. Mein lieber Freund Balu, wie geht es dir? Hast du soweit alles gut überstanden? Hey? Balu ist mein Lieblingsbär. Auch einen netten Kerl. Er hat auch einen Kanal, nur ja, kommt leider nicht so viel. Aber der Gute ist ja leider auch nicht mehr ganz fit. Gesundheitlich gesehen. Das sind so diese Problemchen, die man so, naja gut, bei einem mehr, bei einem weniger, aber die alles so auftreten. Ne? Man zwitzt hier oder zippert da und ja, bei einem mehr, bei einem weniger. Ne? Vor ein paar Jahren mit meiner Bauchspeicheldrüse zugange war, ich kann euch sagen, das ist kein Spaß, absolut nicht. Das sind Schmerzen, das kann sich kein Mensch vorstellen. Oder was auch, alles ist aber jetzt schon sehr viel länger her, Harnröhre entzündet, alter Falter. Da weißt du aber auch, was du nicht wieder haben willst. Das sind so Dinge, auf die kann man unheimlich gut verzichten. Was habe ich da gelitten? So. Ja, das sollte passen. Du sollst da nicht wegspringen.
Oh Gott, das hat sich so erfüllt. So. Dann machen wir. Sag mal, bitte ganz. Gut. Wir gehen mal so ein bisschen spazieren hier. Hallo Presse. Das ist übrigens Quaderballenpresse hier für die. Die könnte ich eigentlich verkaufen, die brauche ich sowieso nicht. Sage ich nur das hier, interessant. Ich glaube, da braucht jemand Futter. Wir gucken mal eben so ins Menü. So. Wir brauchen Aussilage. Kuhweide A. Stall ist klar. Braucht auch Nahrung. Kuhweide A braucht Wasser. Und auch die Hühner. Oh, erstmal die Viecher versorgen. Versorgern, genau. Wir versorgern jetzt die Viechers. Da, halt. Einer dürfte reichen. Ja, danke schön. Oder ich brauche zwei, ne? Für unten. Weide A brauche ich auch noch einen. Halt. Ja. Zack. Danke. So, das ist dieses. Damit fangen wir an. Man muss ja mit irgendwas anfangen. Es nützt ja nichts. Können wir ruhig anpieksen, weil die werden ja sofort verfüttert. Dankeschön. Hat die Arbeit erfolgreich beendet. Also das halte ich für ein Gerücht. Da ist sie irgendwo. Aber jetzt müssen wir erst die Viecher hier. Erstmal zumindest das Mischfutter. Das ist wichtig. Mal. Genau, da kannst du ruhig Mu machen, et küt, et Futter küt. Nun bleibst du da, also ehrlich. Nicht verstehen. Sollst du darauf stehen bleiben, du dummes Ding. Er tut's nicht. Ja genau. Finde ich auch blöd. Hast du recht. Oh, bleibt erstmal da stehen. Okay. Ah, Halleluja. Was war das denn? Hilfe! Malheur! Gut, dass er keiner gesehen hat. Um Jottet Willen. Wie sagte ein guter Kumpel. Was ist jetzt los? Guter Kumpel mal immer. Hat keiner gesehen, schneiden wir raus. Kommt
auf die Kuhweide. A. Die Außen. War dann wieder clever. Kuhweide A, die Außen. Schöttele. Opa Schöpper. Jawohl, mein Handy ist auch wach. Ja, ist ja prima. Da ist doch was drin. Was soll denn der Schwachsinn? Moment. Kuhweide A. Wasser. Da ist ja noch genug drin. Was habe ich denn da wieder geguckt? Kuhstall. Silage. Nee. Gut. Dann können wir das wieder zumachen. Ups. Habe ich ja wieder was Falsches gesehen, ne? Also, wir müssen mal eben gucken, was die Lisa hier oben macht. Oder gemacht hat. Angeblich ist sie ja fertig. Aber dem kann ja nicht sein. Die ist ja noch nicht einmal rund. Die ist hinten am Baum hängen geblieben. Pass mal auf. Gehen wir dahin. Da steht sie. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Lisa, Lisa, was hast du da Mut? So, wir gehen wieder nach da und bringen das jetzt weg. Mal gucken, wie weit der Heidi jetzt kommt. Die brauche ich dann nicht. Ach, was ist das blöd? Das habe ich ja wieder. Das ärgert. Das war jetzt etwas ärgerlich, aber was soll's. Jawohl, danke. So, da muss ich jetzt mal gucken. Den stellen wir jetzt wieder hier hin. Ja. Nicht auf den Schrott drauf fahren, mein Junge. Ja. La 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 la. Meine Nase läuft. Ja, wo läuft sie denn hin? Hinfort. Tröpfchen für Tröpfchen. Nehme ich den? Wo habe ich den jetzt? Ich bin etwas verwirrt gerade. Guck mal, wir nehmen uns den hier, den haben wir uns doch auch neu angeschafft. Ein Siebener hier. Silage hinpacken. Dann nehmen wir den mal mit hier. Gucken, ob wir den vernünftig dran kriegen. Natürlich nicht. Hätte mich ja auch gewundert. Geht auch nicht. Gucken, ob das jetzt geht. Auch nicht. Na toll.
alles wieder aus. So. Mal den da rauskriegen irgendwie. Geht doch. So, den nehmen wir mit. Na, komm. Ich fahr mal hier raus. Muss mal gucken, ob ich da noch einen Wasserwagen stehen habe. Oder nicht. Na, hat er natürlich nicht. Egal, Karl. Dann krieg ich erstmal da oben die Grassilage. Oh, da liegt ja noch ein Bäumchen. Oh, guck mal, Wolle haben wir auch schon. Very nice. Stroh haben sie noch. Oh, Krümel. Ja, wieder die falsche Zange mit, ist ja auch klar. Ach, was bin ich ein Held, ey. Der Held, dem alles gefällt. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das passt natürlich nicht, wa? Das wäre ja auch was gewesen. Das wäre ja was gewesen. Aber ich bin mir sicher, dass die Ballen ursprünglich nicht weiß gewickelt waren. Ich glaube, ich habe da was falsch gemacht. Ja, hat es kaputt gemacht. Na, ja, doch passt. Das war falsch. Gucken wir hier noch mal. Silage also genug. Und hier noch Wasser. Dann müssen wir jetzt einen Wasserwagen holen. Und die ganze Geschichte hier, die steht da doch. Guck mal. Da ist doch einer. Da steht das so ein Teil. Wasser. Oh, Water. So, der hat schon mal hier noch. Das ist schön. Nehmen wir direkt mit. Ist so schnell. Nee, ist so schnell. Und Wasser. Auch sonst haben wir Wasser, wo wir gerade dabei sind. Das hier nicht. Strohpellets? Wieso Strohpellets? Stroh. Aber lag da nicht doch ein Ballen drin? Unsere Hühner brauchen noch Wasser, aber da fahre ich mit dem großen Hänger nicht rein. Und gehobelte Späne. Okay. Oder warte mal, den kann ich auch hier stehen lassen.
kann ich doch hier stehen lassen. Das macht doch nichts aus, wenn der hier steht. Jetzt ist er mir aus der Richtung gelaufen. So was kann vorkommen. So, dann stellen wir den hier an die Sally. Bei die Muku. Nehmen wir mal eben. So, der bleibt da stehen. Der kommt da wieder hin, der kommt in den Stall. Nee, ich wollte ihn. Hoppala. Hoppali, hoppala. Naja, ihr seht mich wieder leicht verwirrt. Also, das ist ja nichts Neues. Das ist ja nichts Neues. Jetzt guck ich mal eben, aber ich meine, da hätte doch Stroh drin gelegen einbauen. Wieso jetzt hier mehr von Strohpellets? Ist ja doof. Nee, kein Stroh mehr drin. Ach, guck es an. Dann holen wir doch mal eben zwei Tüten. Gut. So, und gucken wir mal, dass wir den Trigger hier wieder erwischen. Das ist da. Nochmal zwei Stück. So, jawohl. Einsteigen. Ist zwar zu viel, aber dann lasse ich da einfach was drin liegen, gell? Ups. So. Sehen Sie. Sie sehen Sie nichts. Tür zu. Bitte sehr, die Damen. Jetzt werde ich mir einen kleinen Bucher schnappen. Das Bücherchen, der kommt ein bisschen zur Seite. Man weiß ja nie, wofür man den Platz noch braucht. Aus. So. Jetzt gehen wir zum Bucher. Das wird ein Flucher. Nein, da ist er. Immer diese olle Taste hier. Ich glaube, ich muss sie nochmal ändern. Das ist irgendwie doof. So, jetzt muss ich mal gucken, da Wasser drin. Ach nee, Wasser muss ich ja
Mal ein großer Bär. War richtig fit bis heute, nicht wahr? Wo ist mein Eimer? Hallo? Da ist er. Nein. Geht nicht, dann kannst du mich anscheinend doch geht. Ist doch geht, ist doch geht. Ja, dann hey. Das ist ja blöde. Guck mal, 100 Liter. Wie viel soll da reingehen? Ah, jetzt ist er, glaube ich, voll. Wir gucken. Wir gucken, wir gucken. Wasser ist voll. Nahrung müssen wir noch haben. Und gehobelte Späne. Die Nahrung steht da. Das machen wir. Ne, jetzt holen wir erst gehobelte Späne. Das machen wir noch. Und dann ist diese Folge... ne? Tutti completo, oder wie das heißt. Meine Herren, Kaffee. Was würde ich ohne Kaffee machen? Ich habe früher aber keinen Kaffee getrunken. Kannst du mich mit jagen? Nur Kakao, Mineralwasser. Nix Kaffee. Und Tee war schon immer. Ich musste zu Hause mal was in der Kindheit. Musste ich immer Tee trinken abends. Pfefferminztee. Es gab jeden Abend Pfefferminztee. Total geil. Wie so Hackschnitzel. Nix Hackschnitzel. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Habe ich hier irgendwas verpasst oder was? Wie viel nix haben Hackschnitzel? Hobelspäne. Yeah, genau. Die wollte ich haben. Hackschnitzel gibt es ja auch. Wofür das denn? Kann ich hier kaufen und wieder zu verkaufen oder was? Ja. Oh. Jojo. So, dann fahren wir jetzt zum Dings. Dann kriegen die Späne und dann machen wir für diese Folge Schluss. Und in der nächsten geht's weiter. Tja, ist so einfach ist halt. So. Vorsicht, Elsa. Nun geht. Tante Frikassee. Das sind aber auch was von dusselig, die Viecher, ne?
Cocktailer dann. Man könnte direkt noch anrufen. Wie viel haben sie denn jetzt? Ja, guck mal. Holen wir noch einen. Wir holen noch einen, wir holen noch einen. Jetzt habe ich mich aber schön hier reinbuxiert. Muss ich hier drin ja irgendwie drehen, ne? Was bin ich clever. Das mache ich mal anders. Ich bin so clever, ich bin so schlau. Meine Güte. So, aber jetzt. Gut. Die nächste Rutsche hole ich ohne euch. Da würde ich mal so sagen. Ja. Euch einen schönen Tag gewünscht, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen.